Programm. Für die SPD-Fraktion jetzt deren Vorsitzender Thomas Oppermann. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe heute natürlich Gregor Gysi ganz aufmerksam zugehört. Es war ja wohl seine letzte oder vorletzte Rede als Fraktionsvorsitzender. Und ich habe gedacht, heute kommt das politische Vermächtnis von Gregor Gysi an seine eigene Fraktion. Aber ich muss sagen, Herr Gysi, ich bin von Ihrer Rede maßlos enttäuscht. Sie wollten sich hier als ein Meister der politischen Logik präsentieren. Aber die politische Logik, die ist ganz einfach und nicht so kompliziert, wie Sie sie dargestellt haben. Wenn Sie heute bei diesem Hilfsprogramm mit Nein stimmen, dann fallen Sie damit Ihrer Schwesterpartei Syriza in Griechenland in den Rücken. Sie sind kein Meister der politischen Logik. Sie sind ein Meister der politischen Rabulistik. Und Ihnen ist kein argumentativer Eiertanz zu schade, um am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, mit Nein zu stimmen. In Athen kämpft Alexis Tsipras um den Verbleib Griechenlands in der Eurozone. Und Sie hier im Deutschen Bundestag, Sie unterstützen die linksradikale Opposition gegen Tsipras. Ich finde, das ist ein schwacher Abgang, den Sie als Fraktionsvorsitzender gewählt haben. Meine Damen und Herren, kaum jemand hatte nach den dramatischen Wochen, die wir im Juni erlebt haben, damit gerechnet, dass wir heute hier ein Hilfsprogramm vorliegen haben, das, wenn es Punkt für Punkt umgesetzt wird, Griechenland wirtschaftlich wieder auf die Beine bringen kann. Nach monatelanger destruktiver ideologischer Auseinandersetzung hat Alexis Tsipras seinen irrlichternden Finanzminister Varoufakis entlassen, das Kabinett umgebildet, sich entschieden, für den Verbleib in der Eurozone zu kämpfen und sich auf konstruktive Verhandlungen eingelassen. Das Ergebnis zeigt, es war absolut richtig, dass wir hier vor 4 Wochen den Weg für Verhandlungen mit Griechenland freigemacht haben. Zum ersten Mal seit dem Amtsantritt der Syriza-Regierung haben viele europäische Kolleginnen und Kollegen und auch Finanzminister Schäuble, die direkt mit der griechischen Regierung zu tun hatten, den Eindruck, dass diesmal nicht nur über Reformen geredet und verhandelt wird, sondern dass es auch den Willen gibt, diese Reformen umzusetzen. Ich finde, das ist ein ermutigendes Zeichen. Und auch wenn in Griechenland viele immer noch nicht restlos überzeugt sind und die Regierungspartei Syriza vor der Spaltung steht, so ist doch die ganz überwiegende Mehrheit im griechischen Parlament und auch die ganz große Mehrheit in der griechischen Bevölkerung der Meinung, dass wir lange genug gestritten haben. Jetzt haben wir uns geeinigt. Jetzt muss entschieden werden. Jetzt müssen die Dinge umgesetzt werden, meine Damen und Herren. Und dafür gibt es gute Argumente. Ich finde, dieses Hilfsprogramm hat eine andere, eine neue Qualität, weil es sich in einem ganz wesentlichen Punkt von den anderen, von den bisherigen Programmen unterscheidet. Es ist nämlich nicht nur wie bisher fixiert, allein fixiert auf die fiskalischen Einsparziele, sondern es setzt erstmals auf den Umbau von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in Griechenland. Und nur so können die vielen verschiedenen tiefliegenden und einander wechselseitig verstärkenden Defizite dieses Landes gelöst werden. 3 Beispiele dazu, die das sehr gut nachvollziehbar machen. Erstens, weil es in Griechenland keine funktionierende soziale Absicherung gibt, führte das zu einer systematischen Flucht in die Frühverrentung. Nirgendwo in Europa gibt es so viele junge Rentner und Rentnerinnen wie in Griechenland. Und deshalb sind die Rentenlasten
auch kaum noch bezahlbar. Jetzt soll eine soziale Grundsicherung geschaffen werden, damit die arbeitsfähige Bevölkerung nicht mehr vorzeitig in den Ruhestand geschickt werden muss. Das ist doch sehr vernünftig, meine Damen und Herren. Zweitens. Ein großer Teil der griechischen Wirtschaft existiert als Schattenwirtschaft, in der keine Steuern gezahlt werden. Jetzt soll endlich eine effektive Finanzverwaltung aufgebaut werden, die in der Lage ist, Steuern einzutreiben, und zwar nicht nur von den kleinen Leuten, sondern auch von den Reichen des Landes. Dazu passt, dass die Steuerprivilegien für Landwirte und Reeder auslaufen, für die es ohnehin keine Rechtfertigung gibt. Abgesehen davon, Griechenland ist ein armer Staat. Und ein armer Staat kann sich keine Steuersubvention für reiche Reeder leisten. Gut, dass das jetzt zu Ende geht, meine Damen und Herren. Und drittens, Ihnen geht es ja um die Menschen in Griechenland. Aber das Leben in Griechenland ist in vielen Bereichen gemessen, für viele Menschen gemessen an ihren kleinen Einkommen viel zu teuer, weil es zu wenig Wettbewerb gibt. Das gilt für die Energie, das gilt für Lebensmittel und Medikamente. Jetzt werden Generika zugelassen, Subventionen für Landwirte abgebaut und Monopole im Strommarkt aufgebrochen. Auch das ist vernünftig und sozial gerecht, meine Damen und Herren. Das alles steht im Memorandum of Understanding, und zwar nicht als bloße Absichtserklärung, sondern das ist detailliert mit Einzelmaßnahmen unterlegt. Und natürlich hätte man sich an der einen oder anderen Stelle noch mehr wünschen können. Aber am Ende ist das Programm eben ein Kompromiss. Ein Kompromiss, der den Griechen und uns gleichermaßen schwerfällt, aber ein ambitionierter Kompromiss, der die Grundlage für wichtige gesellschaftliche Veränderungen in Griechenland sein kann. Dieses Programm ist auch deshalb besser als seine Vorgänger, weil es so konstruiert ist, dass die einzelnen Finanzhilfen verknüpft sind mit der Umsetzung einzelner Reformen. Diese Reformen muss die griechische Regierung jetzt Punkt für Punkt einlösen. Finanzhilfen gibt es nur Zug um Zug gegen Reformen. Und wir alle müssen ein Interesse daran haben, dass diese Veränderungen auch gelingen. Und deshalb bitte ich die Bundesregierung darum, dass sie den neuen Dienst der EU-Kommission zur Unterstützung von Strukturreformen nach Kräften personell unterstützt. Dieser neue Service muss helfen, dass Griechenland die schwierigen Probleme bewältigen kann. Denn die griechische Regierung, auch wenn sie uns nicht gefällt, sie muss jetzt Erfolg haben. Nur sie kann Griechenland reformieren. Und nur sie kann Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und Vertrauen wiederherstellen, das für einen wirtschaftlichen Aufschwung notwendig ist. Das sollten wir unterstützen. Der IWF ist am neuen Programm vorerst nicht finanziell beteiligt, weil die Schuldentragfähigkeit nach seinen Kriterien noch nicht gegeben ist. Die Eurogruppe hat deshalb erstmals deutlich gemacht, dass sie bereit ist, die Schuldentragfähigkeit zu sichern. Wir alle wissen, dass ein glatter Schuldenschnitt unter vertragsrechtlichen Gesichtspunkten eher schwierig ist. Aber es sind Erleichterungen bei den Zinszahlungen und den Laufzeiten möglich, die dem IWF den Einstieg und Griechenland eine langfristige Schuldenrückzahlung ermöglichen. Einige hätten sich diese Erleichterungen schon heute gewünscht, allen voran die griechische Regierung. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich froh, dass es eine klare Bedingung für diese Erleichterungen gibt. Erst nach der Überprüfung des Programms im Herbst, erst wenn diese Überprüfung ergibt, dass die Reformen auch erfolgreich umgesetzt worden sind, reden wir über Schuldenerleichterungen. Und alles andere wäre auch nicht im Sinne der griechischen Bevölkerung. Denn es sind die Menschen in Griechenland, die zuerst darauf angewiesen sind, dass dort ein handlungsfähiger Staat entsteht, meine Damen und Herren. Aber umgekehrt gilt auch, wenn Griechenland sich erfolgreich
reformiert, dann muss es auch Schuldenerleichterungen geben. Dieses Versprechen hat Griechenland von der Eurozone. Dieses Versprechen hat Griechenland auch von dieser Koalition. Und dafür bietet das dritte Hilfsprogramm eine sehr gute Grundlage. Und deshalb, meine Damen und Herren, wird meine Fraktion heute dem Programm mit großer Geschlossenheit zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thomas Oppermann für die SPD-Fraktion. Bei der Abstimmung darüber, ob es denn weitere Verhandlungen über ein Hilfsprogramm für Griechenland geben soll, am 17. Juli, da haben 4 SPD-Abgeordnete dagegen gestimmt, unter anderem der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück. Mal sehen, wie das heute ausgehen wird. Eigentlich dürfte Steinbrück diesem Paket nach wie vor nicht zustimmen.